Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In dem heutigen Video zeige ich euch die Besonderheiten eines Pössl Trenta 640. Ich zeige euch meine 5 Highlights zu dem Fahrzeug, was ich finde, was den Pössl Trenta 640 von den meisten Fahrzeugen abhebt. Also folgt mir gemeinsam, schaut euch mit uns dieses tolle Fahrzeug an. Viel Spaß in dem heutigen Video vom Pössl Trenta 640. Wenn euch dieses Video gefällt, dann solltet ihr uns auf jeden Fall auf diesem Kanal folgen. Das heißt, hier unter dem Video Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr in Zukunft immer eine aktuelle Information, wenn wir ein neues Video machen. Zum Beispiel von dem kleinen Bruder Trenta 600 oder dem Trenta 540R, wenn ihr mal was anderes sehen wollt. Für Leute, die ein paar mehr Bilder sehen wollen, ihr solltet uns unbedingt auch bei Insta folgen. Hier unten eingeblendet seht ihr den Namen, den ihr suchen müsst, Togo Reisemobile. Dort findet ihr uns auch. Was uns echt helfen würde, ist, wenn ihr euch einfach mal ein bisschen in die Kommentare reinschreibt, wie ihr Videos am besten findet. Wir sind momentan immer in dem Dilemma, dass wir euch natürlich neue Sachen zeigen wollen, dass wir das ausführlich machen wollen. Wir wollen euch aber auf der anderen Seite auch nicht langweilen. Und deswegen wäre es für mich echt eine wichtige Information, ob ihr sagt, habt ihr den Fasan gehört? Wir sind hier auf dem Land. Aber so ist es, wenn man in der Natur lebt. Stowe ist übrigens immer eine Reise wert. Aber zurück zur Frage. Wir wollen von euch bitte wissen, ob ihr sagt, lieber die Videos etwas kompakter, kürzer halten und dafür etwas oberflächlicher. Oder ob euch das interessiert, auch mal tief in die Materie einzusteigen und lieber ein Video etwas zu lang zu machen. Weil wir gemerkt haben, dass die Videos immer und immer länger werden. Und ich nicht genau weiß, was der richtige Weg ist. Wir können die langen Videos eben auch teilen und dann lieber 2 knackigere, kürzere machen. Aber dann haben wir öfter mal die gleichen Autos. Also, uns wird es wirklich helfen, wenn ihr in den Kommentaren einfach mal reinschreibt, lieber kurze Videos oder lieber etwas längere Videos. Am Ende wird es wahrscheinlich sowieso immer mal wieder eine Mischung werden, weil einige Themen sich eben nicht lang abhandeln lassen und andere eindeutig kurz sind. Aber ich bin gespannt, was euch besser gefallen würde. Ja, der Wagen, der hier steht, ich glaube, das ist die größte Neuerung, die wir fürs Modelljahr 2022 haben, basiert auf dem Fiat Ducato Serie 8. Das ist ehrlicherweise ein Fahrzeug, was uns in diesem Modelljahr etwas mehr Stress bereitet, als uns lieb wäre. Nicht, weil er nicht gut ist, sondern weil er einfach nicht so gut kommt, wie wir das gerne wollten. Ihr werdet das sicherlich erlebt haben, einige von euch leider auch am eigenen Leibe. Fiat produziert momentan aus diversen Gründen nicht so zuverlässig, wie man das gerne hätte. Und darunter leidet natürlich dann am Ende die gesamte Branche, weil der Ducato für uns mit dem Jumper zusammen eben das wichtigste Glied in der Kette ist. Und wenn das Basisfahrzeug fehlt, können auch die Wohnmobilhersteller relativ wenig machen. Ab und zu kommt aber doch mal ein Fahrzeug raus und dann haben wir so schöne Fahrzeuge wie diesen Trenta 640 hier stehen. Von außen erkennt ihr den Serie 8 Ducato vor allem an dem neuen Kühlergrill. Der ist jetzt hier nicht mehr komplett matt silber oder schwarz glänzend, sondern er ist jetzt so zweigeteilt, hat so eine Art Spange hier in der Mitte und ihr könnt weiterhin wählen zwischen dem silbernen oder dem schwarz glänzenden Kühlergrill, aber der Bereich hier in der Mitte bleibt immer der gleiche, in dem schwarz matten. Und auch das Fiat-Logo hier in der Mitte ist komplett ausgewechselt worden. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere Hersteller die Fläche nimmt, um sein eigenes Logo da drauf zu bringen. Aber erstmal kommt das von Fiat so. Wenn man nichts separat bestellt, dann habt ihr das hier in matt Silber und auch die Scheinwerfer hier in dem silbernen Rahmen. Was man als Option bestellen kann, ist weiterhin der Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen. Dann ist alles, was hier in Chrom ist, schwarz glänzend. Und dann wäre diese Spange hier unten auch in schwarz matt. Und wer es dann ganz auf die Spitze treiben will, kann das berühmte Skidplate, wo uns immer wieder Fragen berühren, was ist das überhaupt, könnte das bestellen. Dann kommt hier unten die Spange auch in schwarz glänzend oder silber. Ob man das braucht, ist schon schick, aber in bestimmten Konstellationen, glaube ich, auch überflüssig.
Ja, das ist jetzt ein Fahrzeug in der Farbe Eisengrau Metallic. Das ist eine Farbe, die es immerhin noch gibt, die auch sehr schick ist. Umso mehr die Sonne drauf scheint, umso blauer wird das insgesamt. Es ist aber einfach ein relativ modernes und schönes Grau. Grundsätzlich, also womit haben wir es hier zu tun, wenn wir uns den Trenta genau anschauen? Wir haben, wie in den Jahren vorher, einen Trenta 640. Heißt, er ist auf dem langen Radstand, also 6,36 Meter lang. Er ist 2,05 Meter breit und 2,58 Meter hoch. Das sind zumindest die Prospektangaben, die Pössl zu dem Fahrzeug macht. Wir haben einen ganz klassischen Grundriss mit den Längsbetten im Heck. Die Besonderheiten zu dem Grundriss zeige ich euch gleich. Und ihr habt beim Basisfahrzeug, wie das bei Pössl bei fast allen Modellen der Fall ist, eben die Wahl zwischen dem Citroën Jumper mit 140 oder 165 PS und dem Fiat Ducato mit 120, 140 oder leider nicht mehr 160, sondern in Zukunft dann 180 PS. In der Grundvariante ist der Trenta 640 ein 3,3 Tonner auf dem Leitchassis. Die ganz klare Empfehlung ist hier, ihn auch immer als Maxi-Chassis mit 3,5 Tonnen zu bestellen. Das ist auch so, wie das Fahrzeug hier steht und in meinen Augen die richtige Variante. Ja, alles andere zu dem Fahrzeug schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch bei dem Trenta 640, was meine Highlights sind. Also lasst uns anfangen mit dem ersten Highlight. Für mich ist das Highlight Nummer 1 vom Trenta 640 der große Durchstieg ins Fahrerhaus. Ja, Highlight 1, der große Durchstieg. Hier über mir ist der Kopf frei. Und das ist tatsächlich eine Sache, die das Leben unglaublich vereinfacht. Wir haben ja dieses Jahr einen Westfalia Columbus, der hier vorne das Skyroof hat. Und das ist wirklich eine Situation, das habe ich komplett unterschätzt. Ich war mir immer sicher, unbedingt das Fach haben zu wollen. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus, wie das mit dem großen Durchstieg ist. Und gerade für große, kräftige Menschen ist das was, was den Komfort extrem erleichtert. Ihr kommt zum Urlaubsort an, sitzt in euer chefigen Fiat Ducato. Ich sitze super komfortabel, Lösung, habt euer schickes neues Cockpit vor euch und dann kommt ihr im Urlaubsort an und normalerweise ist hier der Deckel drüber. Ist natürlich ein tolles Fach, was da ist, aber es fehlt halt irgendwie ein bisschen der Komfort zurück. Beim Trenta ist es so, dass Pössl sich entschieden hat, hier den großen Ausschnitt zu machen und jetzt kann ich tatsächlich, wenn ich im Urlaubsort bin, einfach hier rausgehen und bin im Prinzip ohne mich zu verbiegen hinten im Wohnraum angekommen und kann dann auch die Sitze relativ einfach drehen. Ich muss einfach nur hier einmal reingreifen, Sitz entriegeln. Es ist alles nicht besonders eng. Auf der Fahrerseite machen wir genau das Gleiche. Und zack, habe ich mit ganz wenigen Handgriffen hier meine super großzügige Sitzgruppe, kann es mir bequem machen und habe auch, wenn ich in die Richtung gucke, nochmal ein ganz anderes Wohngefühl nach hinten. Ich opfer dafür natürlich ein großes Fach, aber ist es bei so einem Fahrzeug, ich meine, das ist ein 640er für zwei Personen ausgelegt. Wenn ich sehe, wie viele Schränke wir hinten haben, wie groß der Stauraum ist, überall sind Staufächer, dann glaube ich, reicht das auch so. So schön das Fach oben ist, für mich ist das ehrlicherweise ein Punkt, den ich toll finde. Was man sich jetzt natürlich noch überlegen kann, ist, will ich wie beim Trenta hier oben das geschlossen haben, kein Skyroof, heißt weniger Licht, auf der Negativseite, aber auf der Positivseite in der Regel auch 1 bis 2.000 Euro weniger Kosten, je nach Hersteller, etwas weniger Windgeräusche und natürlich auch, wenn die Sonne drauf scheint, etwas weniger Sonneneinstrahlung und damit auch dementsprechend mehr Schatten und weniger Aufheizung im Fahrzeug. Hat also alles so seine Für- und Gegenpunkte. Pössl hat das hier ganz geschickt gemacht mit den Fächern drumherum, die dazu auch noch schön beleuchtet sind. Und das führt mich dann automatisch gleich zu meinem nächsten Punkt, meinem Highlight Nummer 2, dem Lichtkonzept vom Pössl Trenta 640. Ja, das Lichtkonzept im Trenta 640. Ich finde einfach, dass das total geschickt gemacht ist, weil mit wenig Aufwand eine ganz gemütliche Stimmung entsteht. Damit ihr das besser nachempfinden könnt, weil wir die Videos ja, es ist ja schon fast Sommer, heute ist richtig warm, im Hellen drehen, habe ich ein bisschen vorgearbeitet und habe einfach schon mal alle Jalousien zugezogen, damit wir die Lichtstimmung ein bisschen besser genießen können. Damit es richtig dunkel wird, machen wir nochmal die Schiebetür zu. Und wenn ihr jetzt mal euch darauf konzentriert, wie leise das geht, leise angelehnt und die serienmäßige Zuziehhilfe beim Trenta zieht die Schiebetür ran. Das ist wirklich auch, gerade wenn man mit Familien unterwegs ist, eine coole Sache. Und die Zuziehhilfe habt ihr quasi in jedem D-Line-Fahrzeug serienmäßig. Und bei den H-Line-Fahrzeugen, also alles, was Summit, Vario und solche Dinge ist, müsst ihr separat bestellen. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr gerne im Rahmen der Konfiguration mit uns drüber sprechen. Ja, lasst es einfach mal auf euch wirken. Ich finde, dass es total elegant gelöst ist. Wir haben hier in den Schränken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so viele Lampen wie hier sind. Also wir haben überall die Lichtleisten hier.
Das sind so Stromleisten, da könnt ihr auch kleine Lesespots einklippen. Dann haben wir oben drüber in den Schränken die eingelassenen Lichter. Und gerade, ich weiß nicht, ob wir das im Video sehen kann, können wir bis nach hinten gucken. Gerade wenn ihr euch die Linie hier ganz nach hinten anschaut, ich finde, das gibt dem Wagen eine absolute Großzügigkeit. Und das indirekte Licht ist einfach schön. Und ihr könnt einfach euch entscheiden, ob ihr es indirekt oben über die Lichtbänder in den Schränken hell haben wollt. Oder ob ihr da, wo ihr liegt, punktuell mit den Lesespots, die man auch am Fußende oder am Kopfende einklippen kann, die punktuell das zum Lesen haben wollt. Und diese Lichtbänder ziehen sich eben insoweit durch, dass wir auch hier unten im Küchenbereich das Lichtband haben, was übrigens auch auf der Außenseite ist und damit im Sommer bei geöffneter Schiebetür auch eine Art Außenleuchte mit dabei hat. Auch unseren Dachausschnitt nach vorne, ich weiß gar nicht, ob der irgendeinen Fachbegriff hat, wer das weiß, darf es gerne reinschreiben, hat indirekt beleuchtete Fächer und hier haben wir über der Sitzgruppe insgesamt diesen, ich glaube Baldachin würde man das nennen, mit Stoff bezogen und das finde ich ist einfach insgesamt ein total schönes Lichtkonzept und gerade in der Pössl-Welt, wo ich denke, da hebt er sich schon deutlich von seinen Familiengeschwistern mit ab. Was wären die Geschwister? Also wenn euch der Grundriss 6,36 Meter mit Längsbetten gefällt, dann solltet ihr euch einfach auch mal ein Pössl Summit 640 anschauen. Ein Road Cruiser, ein Summit 640 Prime wäre noch eine Alternative. Und vom Road Cruiser gibt es ja auch 3 oder 4 Varianten. Und wenn ihr den Grundriss mögt, aber sagt, ich hätte gerne ein bisschen anderen Stil, könnt ihr auch euch einen Columbus 641 von Westfalia mal anschauen. Oder von La Strada den Avanti EB. Alles Fahrzeuge 6,36 Meter, Längsbetten im Heck, Nasszelle in der Mitte, Sitzgruppe vorne und dazwischen grundverschieden. Also, ich finde, wenn man den Blick schweifen lässt, Lichtkonzept vom Trenta 640, ein absolut gelungenes Konzept. Ich würde mich hier wohlfühlen und könnte mir wunderbar vorstellen, hier abends am Tisch ein Gläschen Wein zu trinken und morgens, wenn es dann wieder hell geworden ist, rauszuschauen, zu sagen, ja, sieht gut aus oder nee, Wetter ist schlecht, ich ziehe einfach runter und mach's mir hier drin gemütlich. Was mein Highlight Nummer 3? Mein Highlight Nummer 3 ist der toll angeordnete Kühlschrank hier vorne. Und da schauen wir uns jetzt mal genau an, warum ich das so cool finde. Der Kühlschrank. Für jemanden wie mich, der gerne isst und trinkt, einfach immer wieder ein wahnsinnig wichtiges Ding. Und ich finde diese Kühlschränke auf der Stirnseite der Küche, da frage ich mich einfach, warum hat das nicht jemand vorher gemacht? Das ist die Lösung aller Probleme. Den Kühlschrank hier hinzusetzen und zu sagen, du kommst von innen und von außen dran, ist alleine schon eine großartige Idee. Wer die dann so konsequent weitergedacht hat und so gesagt hat, naja, wenn wir die Tür da anschlagen, komme ich von innen nicht dran, wenn wir sie da anschlagen, komme ich von außen nicht dran, lass uns einfach auf beiden Seiten anschlagen. Da denke ich einfach, falls du es gewesen bist, Chapeau, du hast in meinen Augen mit einer ganz kleinen Änderung ganz großen Impact auf den Wohnmobilausbau, weil ich einfach finde, dass das ein echtes Komfort Plus ist. Weil wir hier einfach den Kühlschrank haben. Der ist groß, der ist schön. Ich kann ihn von außen wunderbar beladen. Ich komme von außen dran. Und wer einmal mit Kindern unterwegs gewesen ist, die ständig irgendwas Kaltes zu trinken haben wollen, irgendwas zu essen, ich weiß nicht was, oder einfach nur mal was kühlen wollen, der kommt einfach wunderbar, sagt einfach, komm, mach's geh von draußen dran und nicht lauf mit deinen sandigen Füßen ganz durchs Auto bis nach hinten und hol dir das und dann lauf wieder zurück und nimm am besten all deine Freunde noch mit. Und wer dann abends kochen will, kommt hier von der anderen Seite wunderbar dran und kann einfach aus der Küche an den Kühlschrank dran. Also beim Beladen, beim Nutzen von außen einfach super. Und ich finde, das ist wirklich eine echte Erwähnung wert. Das setzt sich Stück für Stück in vielen Fahrzeugen durch. Aber bei Pössl ist es im Bereich der 6,40 Meter Fahrzeuge noch nicht in allen Fahrzeugen drin. Und es gibt auch durchaus Argumentationen, die für Kühlschränke hinten auf Augenhöhe, so wie zum Beispiel beim Road Cruiser, sprechen. Nur für meine Familiensituation und meine Reisesituation ist ein Kühlschrank hier auf der Stirnseite einfach eine tolle Lösung, weil er zum Beispiel auch die nette Konsequenz hat, dass wir hier oben eine große Arbeitsfläche haben. Ich kann da ja keinen Kocher mehr hinmachen. Das heißt, beim Rein- und Rausreichen habe ich da auch eine absolut gute Abstellfläche. Und deswegen ist das in meinen Augen ein absolut berechtigtes Highlight Nummer 3. Was ist Highlight Nummer 4? Schaut euch um. Der gesamte Möbelbau ist einfach für mich eine erfrischend schöne, schicke Lösung. Mein Highlight Nummer 4 ist wirklich der Möbelbau. Einmal die Grundrisslösung, das muss man so ein bisschen genereller sehen. Was ich wirklich schön finde beim Trenta 640 ist, dass wir einfach hier den freien Blick nach hinten haben. Das ist was ich bei allen Fahrzeugen immer wieder cool finde.
Kühlschrank auf Augenhöhe finde ich gut, aber freier Blick nach hinten macht das Ganze einfach wahnsinnig großzügig und schön. Deswegen denke ich, das ist was, was wirklich schön ist. Das Ganze kombiniert Pössl aber mit einer in meinen Augen sehr geschickten Materialauswahl. Wir haben so diesen Scandinavian Style. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, wie man sich ein schwedisches Strandhaus vorstellt von dem Materialmix. Wir haben ein bisschen schick mit Stoff bespannte Wände, das Ganze abgesetzt mit schönen grauen Flächen hier, aber auch immer wieder moderne Aspekte mit dabei. Hier diese Edelstahl-Optik-Varianten, die abgeklebt sind. Das wird natürlich von dem Lichtkonzept, was wir haben, immer auch unterstützt. Das Ganze kombiniert mit dem Boden ist in meinen Augen ein super stimmig abgestimmtes Fahrzeug, was einfach die Stärken des einzelnen Autos ganz deutlich irgendwie nach vorne bringt. Und das ist ein Stil, wenn man das mag, dann gibt es dazu, glaube ich, gar nicht so viele Alternativen. Wer sagt, das ist mir ein bisschen zu modern, für den haben wir mit dem Road Cruiser durchaus Alternativen. Wer sagt, ich hätte gern ein bisschen mehr weiß und dunkle Hölzer drin, schaut euch den Summit 640 Prime noch mal ganz in Ruhe an. Dort findet ihr einen ähnlichen Grundriss, aber mit noch mal einem ganz anderen Innendesign. Und ich glaube, einer von beiden gefällt, wenn man 636 mit Längsbetten haben will, auf jeden Fall. Entschuldigung. Naja, gibt keine Karma-Punkte, egal. Auf jeden Fall ist das was wirklich eine gute Sache ist. Und ich finde, der Trenter, wir haben das hier firmenintern mal besprochen, ist momentan aus der Pössl-Welt vom Stil, in dem er gebaut wird, auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ganz vorne mit dabei ist. Ja, Punkt Nummer 5. Wir haben darüber diskutiert, was könnte unser Punkt Nummer 5 sein. Aber der Trenter hat so viele schöne Sachen. Wir haben hinten den riesengroßen Stauraum, wir haben die tollen Matratzen, wir haben eine super Nasszelle mit einer Schiebetür. Dass wir uns gesagt haben, so richtig klar formulieren, was das Richtige ist, kann man gar nicht sagen. Wenn ihr diese Details alle sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall auch die anderen Videos zum Trenter an, die wir in der Liste für euch verlinkt haben. Für mich ist bei diesem Trenter tatsächlich so ein bisschen das Highlight Nummer 5, was man vielleicht gar nicht so klar sehen kann. Und zwar ist es wirklich so, dass das ein Fahrzeug ist, was nach Kundenwünschen so gebaut ist. Und das ist was, wo man, glaube ich, sagen kann, ein Teil dazu, dass die Fahrzeuge, die wir ausliefern, den einzelnen Kunden so gut gefallen, ist, dass wir uns Mühe geben, euch zuzuhören. Einfach wirklich zu hören, was sind die Bedürfnisse, die ihr habt. Zum Beispiel ist hier eine der Fragen gewesen, wie kann ich, wenn ich im Fahrzeug bin, mich etwas besser absichern? Und dazu haben wir halt zusätzliche Absicherungen hier in der Tür verbaut. Wir haben an der Hecktür eine zusätzliche Absicherung verbaut und bei der Schiebetür. Ich möchte ein ganz bestimmtes Radio. Dafür haben wir dann hier ein Zeneck-Radio eingebaut. Das schauen wir uns gleich nochmal mit dem Cockpit zusammen an. Also insgesamt will ich einfach nur sagen, ich glaube, das Highlight Nummer 5, und das gilt für fast jedes Fahrzeug, was wir ausliefern, einfach bedeutet, dass wir die Fahrzeuge, die wir bauen, so bauen, wie ihr sie wollt. Mir geht es nicht darum, dass wir euch besonders viele Sachen anbauen, sondern dass wir genau die Sachen anbauen, die ihr braucht. Und wenn ihr sagt, nee, nackt von der Stange ist das Auto genau das Richtige für mich, sage ich, mega, auch cool. Aber wenn ihr sagt, ich will alles, inklusive Fahrwerk, Felgen und allem anderen, machen wir das auch gerne. Und deswegen, glaube ich, ist Highlight Nummer 5 in diesem Video die Individualität der Autos, die wir ausbauen, weil es jeden einzelnen Kastenwagen zu eurem Kastenwagen macht, indem ihr euren Urlaub macht. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es nur das, was ihr für euer Fahrzeug haben wollt. Und da wollen wir euch gerne bei der Umsetzung helfen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zur Konfiguration eures Pössl Lastrada Westfalia auf uns zukommt. Ja, so viel zu den 5 Highlights, die wir haben. Was wir aber bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall nochmal anschauen sollten, weil es ein Serie 8 Ducato ist, ist das Cockpit, gerade weil wir hier ein schönes Radio verbaut haben. Und dafür werde ich jetzt einfach nochmal durch diesen tollen Durchstieg so einfach zu machen, die Sitze umdrehen und dann gucken wir uns gemeinsam das Cockpit nochmal an. Ihr könnt nämlich hier wirklich einfach drehen, zack, dann rastet der ein. Damit man ein bisschen mehr Platz hat, schiebe ich den Tisch gerne ein Stückchen nach hinten. Und dann nehme ich den Fahrersitz, schiebe den rum und dann wird das Ganze auch rund. Wir sind wieder bei Highlight Nummer 1. Hier vorne kann ich mit 1,92 Meter über 100 Kilo ganz entspannt auf dem Fahrersitz einsteigen, Platz nehmen und auf zum nächsten Strand fahren. Kommt mal mit rein und ich zeige euch nochmal den Ducato Cockpit Serie Nummer 8. Das Cockpit vom Fiat Ducato Serie 8. Einerseits ist es genau das, was wir schon immer kennen. Andererseits ist es halt wirklich alles im Detail anders und ich finde, es hat einen wirklich guten Sprung gemacht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Lenkrad einfach ein neues ist und man natürlich
das, was ich am meisten in der Hand habe, einfach ganz deutlich wahrnimmt. Wir haben bei nahezu allen Fahrzeugen jetzt eine Lenkradfernbedienung mit dran. Je nachdem, was für ein Radio ihr einbaut, ob Original Fiat oder so wie wir hier ein Nachrüstradio haben, kann man alle oder auch nur einige Funktionen davon verwenden. Bei uns funktioniert, je nachdem welchen Adapter man nimmt, funktioniert tatsächlich das meiste. Das Radio hat wirklich auf der linken Seite so ein bisschen, das Lenkrad hat auf der linken Seite die Radiobedienung und auf der rechten Seite, wenn ihr ein Tempomat mitbestellt habt, beziehungsweise wenn euer Fahrzeug ein Tempomat hat, die ganze Steuerung hier mit dabei. Und was neu mit dazu kommt, was man immer in den Videos nicht sieht, auf der Rückseite sind nochmal zwei kleine Wippen, mit der man, ich glaube, Sender vor, zurück und Lautstärke rauf und runter haben kann. Es fasst sich insgesamt gut an und ich finde es einfach eine moderne Optik, aber es entspricht halt der aktuellen Fiat-Wohnwelt sozusagen. Das, was Fiat komplett neu gestaltet hat, ist, dass wir eine neue Mittelkonsole haben und da muss man so ein bisschen jetzt gucken, was für Radios man einbaut. Das originale Fiat-Radio ist ja so ein bisschen wie so ein vorgestelltes iPad gelöst. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es gibt dann normale Nachrüstradios, die in den Doppeldienenschacht ganz normal integriert werden. Oder so, wie wir das hier gemacht haben mit dem Zeneck-Radio. Das ist ein ZE3766. Das ist ein Radio speziell für den Ducato gemacht. Wir haben hier einen kleinen Schalter zusätzlich eingebaut, dass man das Radio einschalten kann. Und das ist für mich ein Radio, was relativ viel Gutes zusammenbringt, weil einerseits hat es einen relativ großen Bildschirm und es hat dann vor allem Lautstärkeregler, den ich anfassen kann, weil für mich einfach neben der Lenkradfernbedienung der Lautstärkeregler am Radio immer wieder was ist, was total angenehm ist. Was wir hier noch mit dabei haben, ich mache uns einfach mal die Zündung an. Wir haben die Klimaautomatik. Wenn ihr die Klimaautomatik habt, ist das hier alles etwas schlanker geworden. Machen wir mal auf Automatik wirklich. Alles digitaler in der Bedienung. Wenig Knöpfe, alles so, wie man das kennt. Aber dadurch generieren wir hier unten, boah, ist das tief, das hört überhaupt nicht auf, ein richtig tiefes Fach nach da hinten rein. Und hier unten, die Konsole ist im Prinzip so, wie wir das schon immer kennen. Nur jetzt in so einer Art Klavierlackoptik. Und je nachdem, was für Optionen ihr bestellt habt, was es zum Beispiel beim Ducato jetzt neu gibt, ist die beheizbare Frontscheibe. Der Knopf hier ist mit dazugekommen. Wenn man hier ganz genau in die Scheibe guckt, kann man so leichte Heizstreben erkennen oder Heizfäden erkennen, wie eine beheizbare Rückscheibe. Die kann man als Option neu mit dazu bestellen. Alles andere kannten wir im Prinzip schon. Warnblinker, Verschließen, Traction Plus ein- ausschalten, Bergabfahrhilfe und so weiter und so fort. Der Getränkehalter war schon immer da. Was hier neu mit dazugekommen ist, USB-C und eine normale USB-Steckdose, also ein USB-Steckplatz mehr und der Zigarettenanzünder bzw. die normale 12-Volt-Steckdose ist geblieben. In dem Fall haben wir jetzt ja ein Nachrüstradio. Die kommen in der Regel mit USB-Anschlüssen. Dafür haben wir hier unten die USB-Kabel rausgelegt, dass man MP3-Player, ein Handy zum Laden, also was hier unten reinlegen kann. Und Rückwärtsgang und solche Dinge haben wir natürlich auch. Rückwärtsgang sowieso. Ich mache mal einen Motor kurz an, aber natürlich auch eine Rückfahrkamera. Das heißt einmal Kamera an und dann könnt ihr nach hinten rausschauen und habt einen großen, schönen Überblick. Die Linien sind beim Radio mit dabei, die kann man selber einrichten, wie man das haben will. Was mir noch auffällt, ich habe zwar auch die Automatik, aber noch die alte in Anführungsstrichen. Bei meinem ist es noch so eine Schaltgasse, die man verfolgen muss. Jetzt bei den neuen geht das einfach nur noch rauf und runter. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Umstellung, die man dabei hat. Was man wie gehabt hat, ist dieser Knopf Drive Mode, wo man einfach zwischen Power, Eco und Normal unterscheiden kann. Also Sprit sparen, Vollgas oder einfach dem normalen Bereich. Was ich wirklich schön finde, ist, dass die Tachoeinheit etwas neu gestaltet ist. Und zwar ist für mich immer wieder ein Highlight, das finde ich, machen viele moderne Autos echt gut. In dem Augenblick, wo ich die Zündung anmache, gehen einmal die Tachonadeln rauf und runter und er sagt mir, wo er steht. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, eben ist der serienmäßige Tacho. Es gibt zusätzlich ja auch noch einen voll digitalen Tacho, aber der zum Beispiel macht in meinen Augen nur Sinn, wenn ihr euch auch für ein originales Fiat-Radio entscheidet, weil dann das originale Fiat-Radio und der Tacho perfekt miteinander arbeiten können. Ja, achso, und noch ein Punkt, bevor ich mich von euch verabschiede. Hier an der Seite haben wir die elektrische Handbremse mit dabei. Das ist im Ducato in der Kastenwagenwelt bisher nicht so selbstverständlich gewesen, aber das ist wie in jedem anderen PKW, aber definitiv auch eine schöne Erleichterung. Schick ist sie noch mit dazu, also auch was auf jeden Fall gefällt.
Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Pössl Trenta 640 erhalten. Es ist ein Fahrzeug, was, glaube ich, für Leute, die Einzelbetten suchen, viele schöne Detaillösungen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Auswahl eures Traumfahrzeugs. Wenn Fragen zum Trenta 640 oder einem anderen Pössl sind, kommt gerne auf uns zu. Schreibt was in die Kommentare. Wir beantworten das dann in einem der nächsten Videos oder direkt in euren Kommentaren. Alles Gute, schöne Grüße aus Stove und bis bald.